Weihnachten, Gott schenkt uns den Messias. An Weihnachten feiern wir die Geburt des Messias. Gott hatte das Kommen des Messias schon sehr, sehr lange vorher vorbereitet. Schon zu Adam hatte er gesagt, dass ein Erlöser kommen wird, der Satan besiegen wird. Auch Abraham, Mose und David hatten von Gott Hinweise über den Messias bekommen und viele andere Propheten auch. Manche Propheten hatten sehr genaue Informationen über den Messias, zum Beispiel den Namen der Stadt, in der er geboren werden würde, auch, dass er durch ein Wunder kommen würde, auch, dass er Flüchtling in Ägypten sein würde und vieles mehr. Gott hatte über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende, das Kommen des Messias vorbereitet. Und dann, um die Zeit der Geburt des Messias, waren so viele Engel aktiv, wie wohl bei keinem Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Vor der Geburt, am Tag der Geburt und auch nach der Geburt. Der erste Engel sagte dem Propheten Zacharias, dass er einen Sohn bekommen würde. Dieser Sohn war Johannes der Täufer, der auch Prophet Jahja genannt wird. Den hatte Gott gesandt als direkten Vorbereiter für den Messias, sozusagen als Ankündiger. Dann kam wieder ein Engel und sprach zu Maria, die auch bekannt ist als Mariam. Sie war eine gute junge Frau, die Respekt vor Gott hatte. Der Engel sagte ihr, dass sie einen Sohn bekommen sollte. Maria erwähnte, dass sie ja noch nicht verheiratet war. Da sagte der Engel, dass es durch ein Wunder Gottes geschehen würde, ohne einen Mann, nur durch Gottes übernatürliche Kraft. Das war allerdings ein großes Problem für Maria. Sie war noch nicht verheiratet und erwartete ein Baby durch das Wunder Gottes. Die Leute wussten das nicht und redeten natürlich schlecht hinter dem Rücken. Maria war verlobt mit einem jungen Mann, der hieß Josef. Viele nennen ihn auch Yusuf. Dieser Yusuf war ein guter Mann. Er wollte Maria keine Probleme machen, sondern einfach heimlich weggehen. Doch dann kam wieder ein Engel und sagte zu Josef, dass er Maria nicht verlassen sollte. Der Engel erklärte, das Baby in Marias Bauch war durch keinen Mann entstanden, sondern durch Gottes Kraft, durch ein Wunder. Der Engel sagte, dass Josef der Beschützer von Maria und dem Baby sein sollte. Denn dieses Baby würde einmal die Menschen von ihren Sünden erretten. Kurz vor der Geburt wollte der Kaiser in Rom alle Menschen in seinem großen Reich zählen lassen. Deshalb musste jeder dahin gehen, wo er geboren war. Josef und Maria mussten kurz vor der Geburt eine weite Reise von Nazareth nach Bethlehem machen. Das waren 100 Kilometer. Das war sehr anstrengend für Maria. Das Baby sollte jeden Moment kommen. Warum musste das so passieren? Warum diese weite Reise von Nazareth nach Bethlehem? Nun, schon viele hundert Jahre früher hatte Gott einem Propheten gesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Alles ist jetzt ganz genau eingetroffen, wie Gott es viele Jahrhunderte früher vorausgesagt hatte. Gott hatte die Kontrolle über alles, was passierte. Zunächst hatte niemand gemerkt, dass der Messias geboren worden war. Doch Gott schickte in dem Moment ganz viele Engel los. Sie sollten den Menschen sagen, dass etwas ganz Großes passiert ist, nämlich, dass der Retter der Welt geboren ist. Nachts waren Hirten auf dem Feld und passten auf ihre Schafe auf. Plötzlich stand mitten in der Nacht ein Engel mit sehr hellem Licht vor ihnen und sagte, dass Gott jetzt seinen Retter gesandt hatte und dass er heute in der Stadt geboren worden war. Sie könnten es sich anschauen gehen. Und dann kamen plötzlich noch viel mehr Engel, die am Himmel standen und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Die Hirten gingen los, fanden Maria, Josef und das Baby. Diese waren sehr überrascht, woher die Hirten plötzlich alle herkamen. Die Hirten waren so begeistert, dass sie es allen erzählten, denen sie begegneten. Nun, Gott wollte auch ein paar Ausländer, die nicht zum Volk des Messias gehörten, an dieser Freude teilhaben lassen. Drei kluge Männer, die die Sterne des Himmels untersuchten und auch die alten Schriften kannten, sahen am Himmel einen Stern, den Gott extra für den Messias hat kommen lassen. Diese klugen Männer wohnten sehr weit weg im Osten, vielleicht 1000 Kilometer weit weg.
Sie machten sich auf den weiten Weg und fanden das kleine Baby. Gott hatte sie durch seinen Stern dorthin geführt. Gott wollte zeigen, dass der Messias nicht nur für ein Volk gekommen war, nein, sondern für alle Völker. Auch Leute von weit, weit her sollten sich mitfreuen können. Als Jesus der Messias 8 Tage alt war, wurde er beschnitten. Und nach 40 Tagen brachten Josef und Maria im Haus Gottes ein Opfer für ihr Baby dar. Weil Jesus das älteste Kind war, mussten sie nach dem Gesetz des Mose dieses Opfer darbringen. Im Gebetshaus in Jerusalem. Genau an dem Tag, als Maria und Josef mit ihrem Baby ins Gebetshaus kamen, hatte Gott zu einem alten Mann gesprochen, dass er auch ins Gebetshaus gehen sollte. Denn dieser alte Mann, Simeon, wartete schon viele, viele Jahre darauf, dass der Messias kommen sollte. Und heute sagte Gott zu ihm: Geh jetzt ins Gebetshaus, dort wirst du den neugeborenen Messias sehen. Er ging auf das junge Paar Maria und Josef zu, nahm das kleine Baby in den Arm und schaute auf zum Allmächtigen. Er sagte: Jetzt kann ich sterben, denn jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe den Erretter gesehen, den du für alle Völker gegeben hast. Maria war sehr erstaunt über diese Worte. Doch dann sagte der alte Mann Simeon zu dieser jungen Mama: Es wird ein Schwert durch deine Seele gehen. Oh, was für harte Worte an eine junge Mutter, die gerade ihr Baby in den Armen hält. Gott hatte dem alten Mann prophetisch gezeigt, dass der Messias einmal sehr schwer leiden wird. Und Maria wird es ansehen müssen, denn Weihnachten ist ohne Ostern nicht komplett. Dieses Baby ist der Messias, geboren, um zu sterben, für uns Menschen, für alle Völker, für unsere Sünden. Das wusste Gott schon und hat es dem alten Mann Simeon gezeigt. 33 Jahre später wird Jesus der Messias mit Nägeln an einem Holz hängen. Er wird große Schmerzen haben und Maria, seine Mutter, wird auch dastehen und sehen, wie ihr Sohn leidet und langsam stirbt. Das hatte der Simeon schon vorausgesagt, als er sagte: Es wird ein Schwert durch deine Seele gehen. Der Messias hatte einen großen Auftrag, Erretter für alle Menschen aus allen Völkern zu sein. Er war gekommen, für uns zu sterben. Jesus, der Messias, hat sich selbst gegeben. Alles, was Gott über den Messias vorausgesagt hatte, ist genau eingetreten. Gott hat schon vorher durch die Propheten alles erklärt. Ich bin so froh, dass Gott uns den Messias geschenkt hat. Gott hat nicht nur Worte gemacht und gesagt: Ich liebe euch Menschen. Nein, Gott hat uns gezeigt, wie sehr er uns liebt, indem er uns Jesus, den Messias, geschenkt hat. Gottes größtes Geschenk für alle Menschen ist Jesus, der Messias. Das feiern wir an Weihnachten.